Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch zur Folge 16 von unserem Foundation Let's Play willkommen. Wie ihr seht, der Sturm tobt noch immer. Ich glaube jedenfalls, dass das der Sturm sein soll. Und ich hoffe, dass dieser auch maßgeblich schuld daran ist, dass unsere Lebensmittelreserven so gen Keller gehen. Hoffen wir mal, dass dieses Schlechtwetterphänomen, oh hoppla, was ist das denn alles, bald aufhört und wir wieder zurück in normale Gefilde kommen, weil ansonsten kann ich mir auch schwer erklären, warum unsere Bären gerade jetzt so brachial einbrechen. Das soll uns aber nicht weiter stören, denn wir werden jetzt ins Risiko gehen. Wir haben schon viele finanzielle Verpflichtungen, aber noch nicht genug. Das heißt, ich werde mir jetzt die zwei Gebiete hier noch dazu holen. Auch wenn es echt viel auf einmal ist. Und jetzt werden wir anfangen, unsere nächste große Stadt auszuplanen. Wir bleiben genau nördlich. Ich hoffe mal, dass es nördlich ist. Wir bleiben nördlich von der Straße. Malen das ganze Gebiet jetzt hier aus. Hier kommt nichts hin, was irgendwie schlechte Laune macht. Den Steinbruch, da ignorieren wir einfach. Wäre schön, wenn man den wegmachen könnte. Kann man aber, glaube ich, nicht. Und hier wird eine richtig große Ortschaft hinkommen. Mit Steinkirche natürlich. Wie auch sonst. Hoffen wir mal, hört das Wetter vielleicht auf, wenn die Kirche fertig ist. Auf jeden Fall dürften wir hier reichlich Platz haben, um eine neue Ortschaft hier hinzubekommen, glaube ich, am Ende des Tages. Einwohnertechnisch sind wir jetzt auch schon fast bei 200. Aber ich glaube, das könnte wirklich schön aussehen. Dann haben wir hier so ein Anfangsdorf. Dann zieht sich das hier an der Klippe entlang. Und hier oben planen wir jetzt die nächste Ortschaft aus. Was wir natürlich direkt mitnehmen hier, sind die Sammelstätten hier. Die stören ja niemanden. Auch nicht, wenn sie in der Ortschaft sind. Und was wir hier natürlich auch auf jeden Fall brauchen, ist ein Marktplatz, den wir uns... Jetzt muss ich mal gucken, hier haben wir die Sammler. Ich glaube, den setzen wir hier in den Marktplatz. Ein bisschen weiter südlich machen wir den, ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Und den machen wir mal so. Ein Essensstand. 2, 3, 4. Dann machen wir hier... zwei Warenstände hin und dann würde ich tatsächlich, weil wir, glaube ich, Honig haben, Honig und noch irgendwas, machen wir auch direkt zwei Luxusstände hin, überdachen das Ganze natürlich, weil es regnet ja, so wie man sieht, bei uns durchgehend. Was fehlt denn jetzt noch? Nee, und los geht's. Wird das auch gebaut? Jetzt haben wir auch schon wieder ein paar Bauaufträge, um die sich hier zu kümmern haben, die Leute. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall einen Speicher, den machen wir auf die andere Straßenseite, indem wir unsere Lebensmittel einlagern können, weil die Laufwege jetzt hier natürlich schon länger werden, würde ich behaupten, damit unser Brot und alles dahin ankommt. Also, keine Ahnung, warum wir hier immer so Nahrungsprobleme auf einmal haben. Ja, Brot geht, aber Beeren fallen immer noch ab. Wäre schön, wenn diese Beerenhütten, ich weiß nicht, was die priorisieren, wir mal kurz. Das Ding hier, das... Und der Speicher, die sollen ruhig mal zuerst gebaut werden. Vielleicht kriegen wir das dann hier mit den Lebensmitteln auch wieder ein bisschen besser hin. Und dann haben wir jetzt hier so ein Karree mit unserem Markt. Dort können wir vielleicht jetzt auch noch eine Verschönerung in die Mitte setzen. Was haben wir denn hier? Der kostet 15. Den können wir hier in die Mitte setzen. Machen wir. Ach, den können wir nicht bauen. Super. Naja. Irgendwann werden wir ihn auf jeden Fall bauen können. So, und jetzt sehen wir auch wieder alles, was hier vorgeplant ist schon. Und jetzt würde sich hier eine große Steinkirche anbieten. Und ich glaube, das nehmen wir jetzt auch in Angriff. Wie sieht es mit unseren Manuskripten aus eigentlich? Nur 7 aktuell. Okay. Naja, was soll man machen? Kein Zugang zu Waren. Die ewig gleiche Leier. Steinkirche. Ich glaube, die setzen wir hier hin. Hier haben wir das Kloster. Da. Oh. Was will er? Nö. Kein Interesse. Oh, was ist denn hier los? Unterhaltung, Unterkunft, Steuern, Mangel an Unterhaltung, Mangel an Waren. Aber was fehlt denn? Kleidung haben wir. Haushaltswaren fehlen. Wie kann das denn auf einmal möglich sein? Ah, weil wir so viele Gemeine haben. Ne?
machen wir hier mal noch einen rein. In der Hoffnung, dass das Ganze dann schneller geht. Und unsere Zufriedenheit wieder ansteigt. Das ist ja gar nicht gut. Und wieso fehlt halt Stopp? Unterhaltung. Bärenbräu, Bier und Wein. Wieso habe ich kein Bier? Was soll das? Ich habe Getreide, ich habe Hopfen. Aber kein Bier. Der hat nicht so viel Getreide. Ah, guck dir das an, das Unwetter ist weg. Wärst du das Haar gekommen? Ah, das ging aber lang jetzt, das Unwetter. Okay, jetzt hoffe ich, dass wir unser alles hier so ein bisschen wieder in den Griff bekommen. Wenn unsere ganzen Farmen und Co. jetzt wieder richtig loslegen. Wir könnten... Ach, guck dir mal an. Hier können wir auch nochmal 2 Sammler hinsetzen. Und eine Farm, 2 Farmen. Ich glaube, das ist ganz gut. Und jetzt haben wir auch schon wieder jede Menge Bauaufträge. Das wird echt eine Zeit lang dauern, bis das alles fertig ist, glaube ich. Jetzt gucken wir mal, bevor wir hier jetzt irgendwelche Leute zuweisen, schauen wir jetzt erstmal nach, ob sich die Lage jetzt nicht anfängt zu beruhigen, wo das Unwetter vorbei ist. Vielleicht beruhigt sich das alles ja wieder. Ich hoffe es jedenfalls. Da ist noch... Ah doch, da ist auch schon einer drin im Schneider. Okay. Gucken wir mal, ob das nicht besser wird. Und jetzt im Sonnenschein sieht unser Kloster auch noch viel, viel bezaubernder aus. Aber jetzt fangen wir mal mit der Steinkirche an. Und ignorieren mal kurz hier unseren Ressourcenzwischenstand. Aktuell sieht es ja noch gut aus. Machen wir uns da also mal nicht so viele Sorgen. Und hoffen wir, dass jetzt die Konstruktion der Steinkirche nicht die ganze restliche Folge hier in Beschlag nimmt. Ich würde auf jeden Fall gerne eine große bauen. Also ich will mich jetzt hier nicht mit so einem 0815-Bau zufrieden geben. Das wird auf jeden Fall teuer. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Unterhalt ist jetzt schon 5. Was ist jetzt schon 5? Machen wir... Na, das ist ein bisschen zu hoch schon. Das soll ja nicht die... Wisst ihr was, die machen ein bisschen niedriger. Das soll ja nicht direkt die größte Kirche werden, die wir bauen. Sondern nur eine größere. Ja, komm her. Wie lang machen wir die? 2 oder 3? Steinturm. Setzen wir das hier vorne hin. Hier hinten. Hier und hier. Ja, doch. Wir müssten das, glaube ich, nur... Na, komm her. Jeweils alles. Hey, du bleib dran. Hey. Nee, das ist 1 zu viel. Und die auch. Na komm. Sag mal. Bin ich nervös? Okay. Nee, ich glaube, das müssen wir auch. Nee. Nee, das können wir so lassen. Ich glaube, das müssen wir nicht höher machen. Steinturm. Machen wir vielleicht einen Doppelturm. 1. Oh, ich glaube, das ist 76 echt teuer. Hey, komm her. Sieht ähnlich aus wie die Frauenkirche in München. Also ganz abstrakt. Ganz abstrakt. Das Tor. Guck dir das mal an. 273 geschliffene Steine. Dafür brauchen wir ein Jahrzehnt, wenn nicht sogar länger. Was fehlt? Ein Glockenturm fehlt. Ach echt jetzt? Ich will da aber eigentlich jetzt nicht noch einen Turm hinmachen. Aber kann man den nicht... Können wir den nicht sogar abgespalten machen?
gibt das? Dass der nicht an die Kirche dran gebaut ist? Der muss ja nicht so hoch sein, glaube ich. Sollen wir den hier dran setzen? Wie sieht das aus? Oh, sieht doch gar nicht schlecht aus. Den bauen wir. Okay, und es hat nur 4 Minuten, glaube ich, gedauert. Also, das Plan, das Bauen wird uns wahrscheinlich jetzt in mehrere Folgen beschäftigen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und das Gewitter ist vorbei. Die Beeren nehmen zu. Das Bier steigt wieder. Kleidung sowieso. Also, so wie es aussieht, haben wir so unsere Krise überstanden. Aber können hier vielleicht trotzdem noch eine Fischerei bauen? Vorsichtshalber. Okay, Haushaltswaren sind immer noch ein bisschen knapp. Da müssen wir aufpassen und noch nachsteuern. Ich glaube, weil wir jetzt so viele Gemeine haben, ist da einfach der Anspruch deutlich gestiegen. Den Brunnen können wir jetzt bauen. Sehr schön. Und dann dürfte das hier eine richtig schöne große Siedlung werden, hoffentlich. Baustellen. Gönnen wir uns mal noch eine Baustube hier. Ich glaube, das ist jetzt die 4. Dann dürften wir jetzt 12 Bauarbeiter haben, die Gebäude konstruieren können. Ich hoffe mal, dass das uns dann auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit beschert. Die Zufriedenheit ist echt mies. Mangel an Unterhaltung, wie kann das denn sein? Ach, weil das Bier fehlt, ne? Das ist das Ding. Und wie sieht's hier aus? Machen wir mal ein paar Brauer mit rein. Wisst ihr was? Machen wir mal 5 Bärenbrau. Brauer. Wieso habe ich denn hier 0 drin? Das geht doch gar nicht. Lagern wir hier immer noch Bärenbrau. Lebbärenbräu, nicht Bärenbrau. Mal gucken, ob das vielleicht dazu hilft. Oder dabei hilft. Meine Sprache ist echt. Hier 72 Einheiten haben wir. Was ist denn los, Jungs? Ach, ich habe keinen Schankwirt. Was ist das denn für ein Schmuh? Jetzt haben wir wieder einen Schankwirt. Deswegen fehlt die Unterhaltung. Der ist bestimmt abgehauen, wegen Unzufriedenheit. Okay, ich glaube, jetzt kriegen wir das hier auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen gedreht. Hoffe ich. Und gerade das Minus wegen Unterhaltung dürfte jetzt weggehen, hoffe ich. 119 Werkzeuge. 318 geschliffene Steine. Hölle. Bauen wir direkt noch einen Steinmetz hier hin. Können wir nichts machen. Brauchen wir. Ich glaube, wenn wir davon nicht mehr haben, dauert es Jahrzehnte, bis wir da irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Oh, Wolle füllt sich langsam auf. Okay, Kaufmann kommt schon wieder. Ah, der Markt ist bald fertig. Sehr schön. Ich glaube, dann ein Brunnen fehlt noch. Ein Brunnen, das Wichtigste. Oder mehrere Brunnen sogar. Ne? Machen wir mal einen direkt hier südlich an die Straße. Hätten wir direkt mehrere bauen können. Na, was soll das? Einen hier hin. Einen setzen wir hier hin. Einen setzen wir hier hin. Und einen setzen wir hier hin. Haben wir in unserer ganzen Stadt überall auch noch Brunnen, damit die Leute überall ihr Wasser bekommen. Und sich keiner beschwert, dass er irgendwie verdursten muss. So, jetzt hoffe ich, dass hier wieder Bärenbräu angeboten wird. Für meinen... Ja, doch. Haben wir noch vielleicht einen? Müssen wir doch, oder? Ja. Pass auf, da packen wir jetzt 2 rein. Ich will nicht, dass meine Leute hier auf dem Trockenen sitzen. Können wir nicht zulassen. Wie viel Eisen haben wir denn? 3. Ja, relativ viel Eisen und Kohle. Können wir auf jeden Fall vielleicht noch eine Schmelze bauen. Und dann müssen wir uns überlegen, ob wir geschliffene Steine nicht sogar einkaufen, damit das hier was wird. Ja, aber ich glaube, das kann warten. Das kann warten. Kein Zugang zur Nahrung. Er hier. Dann mach eine Pause. Guck mal, der hat gar nichts. Aber beschwert sich wie Hulle, geht aber auch nicht in die Ortschaft, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Das sind wir die richtigen.
rumheulen, aber... Ach, guck dir das an. 18 Besucher. Wir brauchen eine höhere... Wir brauchen noch eine Gästestube. Wir brauchen noch Gaststuben hier. Setzen wir hier nochmal 2 Gaststuben hin. Bauen. Priorisiert. Und dann hoffe ich, dass wir unseren Alkoholgenuss hier irgendwie so ein bisschen hinbekommen. Hier könnte ich noch eine Schanktheke anmachen und auch Bärenbräu anbieten. Neben Bier. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir mit dem Bier nicht so zurechtkommen. Machen wir das mal. Machen wir hier noch eine Schankstube hin. Aber wir setzen keine. Wir machen das so. Wieso wird der hier nicht angeschlossen? Das ergibt doch keinen Sinn. Hier schon. Was soll das denn? Ich verstehe das nicht. Manchmal ergibt das für mich keinen Sinn. Setzen wir das hier dran. Machen wir es halt so. Und priorisieren. Okay, nochmal neue Dorfbewohner und ein Kurier. Ja, das nehmen wir. Und zack, erledigt. So, was kriegen wir denn hier? Besteuerung von Bergbau, Besteuerung von Getränken. Sehr schön. Steuern. Minen und Tavernen. Und die Zufriedenheit steigt wieder. Man sieht schon, dass der Mangel an Unterhaltung verschwindet. Und wir langsam uns wieder dem Positiven annähern. Okay. Haushaltswaren steigen auch wieder ein bisschen. Und hier wird fleißig aktuell der Marktplatz gebaut. Wir sind natürlich auch echt weit weg mittlerweile. Deswegen mal gucken, wie sich das entwickelt. Die Kirche könnte echt ewig dauern, bis die fertig wird. Außer wir investieren dann nochmal ordentlich. Müssen wir mal gucken. Die arbeiten beide auf Hochtouren schon, ne? Ja. Wisst ihr was, wir bauen hier noch eine Schmelze hin. Bam, bam, bam. Haben wir noch Platz hier. Jetzt haben wir wieder 15, guck mal, 15 Bauaufträge. Jetzt müssen wir die erstmal ein bisschen abarbeiten, glaube ich. Damit wir das irgendwie am Ende des Tages auch hinbekommen. Hier werden aber noch keine Häuser gebaut, ne? Nee, wir haben auch keine Dorfbewohner, um diesen Markt hier ansatzweise zu bestücken. Aber Luxus ist doch bestimmt Honig und Kräuter. Okay, und Edelsteine haben wir. Wie viele Edelsteine haben wir eigentlich? 5. Okay, hält sich also arg in Grenzen. Naja, ungenügend Unterkünfte. Dann baut euch halt welche. Also hier ist mehr als genug Platz definiert, wo ihr euch niederlassen könnt. Muss sich keiner übertriebenermaßen zurückhalten. Nö. Was machen denn meine Baumeister momentan alles? Keine Ahnung. Warte auf Baumeister. Wird hier was gebaut? Keine Ahnung. Keiner weiß, wo meine... Ah, hier war ein Baumeister schon mal. Wie sieht's mit dem Getreide denn aus? Oh, relativ niedrig. Packen wir hier mal direkt 2 Leute rein, würde ich sagen. Eins, zwei. Für ein bisschen mehr Getreide. Hier machen wir einen Träger rein. Hier kommen Beeren hin. Fisch, Fleisch und Brot. Und sollen einfach nur zwischengelagert werden. Quasi als Versorgungspunkt für unseren großen Markt hier. So. Okay. Die bringen hier anscheinend schon wie verrückt Sachen hin. Das will ich eigentlich gar nicht. Das heißt, wir pausieren das jetzt hier einfach nochmal. Ich will erst das andere ans Laufen kriegen, bevor ich mit der Steinkirche anfange. Ah, und hier sind die ganzen Sammlerhütten jetzt fertig. Super. Das heißt, wenn die Beeren wieder abfallen, können wir da auch entsprechend nachsteuern. Okay, hier wird die Taverne gebaut, das ist gut. Und hier ist die Gasthütte auch schon. Voll zugange, sehr gut. Oh, guck mal das an, die haben unseren ganzen Bärenbräu leer gezogen. In kürzester Zeit.
brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Brauer. Haben wir aktuell keinen Arbeitslosen. Wir haben gar keinen Arbeitslosen. Wir brauchen erstmal wieder neue Leute. 200 Einwohner und wir krebsen immer noch mit unserer Arbeitskraft hier rum. Das ist echt krass. Das ist, glaube ich, auch das, was uns momentan so ein bisschen am meisten auffällt. Den hätten wir vielleicht auch, ja doch, den haben wir gebraucht. Machen wir uns nichts vor. Okay, die Farm ist dann auch gleich fertig. Da kommt auch schon wieder einer an. Und dann geht's hoffentlich hier in der Ortschaft bald los. Ich denke mal, wenn der Markt steht und die Brunnen, dann dürften hier auch ja, die ersten Wohnhäuser entstehen. Da kommt schon das erste. Also funktioniert das auch alles ganz gut. Der Markt ist jetzt auch fertig. Das heißt, wir können hier schon mal einstellen. Beeren, Fleisch, Fisch, Brot, Kleidung, Haushaltswaren, Kräuter, Honig. Wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch unsere Marktarbeiter, die uns momentan fehlen. Und dann würden wir hier auch alle Leute versorgen. So, Beeren sacken wir da so ein bisschen ab. Ich glaube, weil auch einfach viel jetzt hier verbraucht wird von unseren 7 Brauern. Müssen wir aufpassen, dass wir da nicht zu weit runterrutschen. Oder ob wir nicht sogar hier jetzt die ersten Sammler zuweisen. Und ich glaube, mit 22 Minuten reicht es dann heute auch erstmal wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Mittlerweile wird es, ich würde nicht sagen unübersichtlich, mittlerweile wird es groß. Und ich hoffe, dass das hier mit Abstand unsere schönste Ortschaft am Ende wird. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis dahin.